Willst Aventuria auf dem PC spielen? Dann bist du hier genau richtig. Und an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aventuria-Video. Willst du Aventuria auf dem PC spielen? Dann brauchst du den Tabletop-Simulator von Steam. Und dazu den dazugehörigen Aventuria-Workshop von der Steam-Website. Den verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Erstmal vorweg das Wichtigste. Aventuria auf dem PC zu spielen ist vollkommen legal. Der Workshop wurde von Ulysses abgesegnet, da macht ihr also nichts Illegales. Und an dieser Stelle würde ich sagen, starten wir auch schon mal. Wir gehen auf ein neues Spiel, createn und wählen hier unter Workshops Aventuria aus. So, so sieht dann unser schicker Tisch aus. Was bringt der Workshop mit? Der Workshop bringt die Abenteuer-Grundbox mit den vier dazugehörigen Helden. Das seht ihr hier auch schon. Und allen dazugehörigen Abenteuern. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an, was es da so für Material gibt, wie das so aufgebaut ist. Wir fangen hier mit dem Heldentableau an. Da habt ihr natürlich euren Heldencharakter. Dann habt ihr euer vorgefertigtes Deck. Das müsst ihr natürlich an dieser Stelle noch mischen. Und hier habt ihr die HP-Anzeige, wo ihr beliebig HP senken oder erhöhen könnt. Wenn ihr jetzt Karten vom Deck ziehen wollt, dann geht jetzt hier einfach mal, ich ziehe jetzt mal die Starthand auf, die ersten fünf. Könnt ihr wie gesagt Karten nach Belieben ziehen, diese auf den Ablagestapel packen, ausspielen oder eben auch wieder ins Deck zurückmischen. Die Würfel für jeden Helden sind auch schon mitgeliefert, also vorgefertigt hingelegt. Und ansonsten habt ihr wie gesagt, es ist komplett deutsch, habt ihr hier einmal noch die Duellregeln, falls ihr was nachlesen wollt, wo ihr durchklicken könnt. Hier die Abenteuerregeln. Und was auch ganz nett gemacht ist, es gibt hier nochmal so einen Music Player, mit dem ihr, wie gesagt, passende Aventuria-Musik oder Schwarzauge-Musik im Hintergrund laufen lassen könnt, um das Ganze so ein bisschen hintergrundmäßig zu untermalen. Ansonsten habt ihr hier eure Gegner-Tableau und mit allen dazugehörigen Markern, wie zum Beispiel den Schicksalsmarkern, den Schadensmarkern und so weiter. Hier findet ihr die Belohnungskarten, können wir noch kurz reingucken. Ja, zum Beispiel die nette Karte hier. Klicken wir mal auf, kennt ihr wahrscheinlich, die Knochentalisman. Und dann kommen wir auch schon zum Abenteuer spielen. Wenn ihr ein Abenteuer spielen wollt, dann geht ihr auf Abenteuer laden und seht, ihr habt hier die Standardabenteuer der Abenteuerbox. Ihr könnt aber auch ein eigenes Setup kreieren, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich nehme jetzt mal das Grind-Abenteuer schlichthin, Sylvanas Befreiung, lade das und dann kommt das hier auch schon alles vorgefertigt auf die Matte drauf. Das wäre jetzt in einem Schwierigkeitsgrad normal. Die Schergen sind auch schon vorgefertigt, müsst ihr vielleicht nochmal mischen. Hier seht ihr auch schon unseren feigen Goblin, den wir brauchen. Und wenn ihr aber jetzt sagt, okay, ich möchte das nicht auf normal spielen, sondern auf einem anderen Schwierigkeitsgrad, klickt ihr einfach hier drauf und ihr seht, dann ändert sich auch schon automatisch die Schwierigkeit. Gut, was gibt es denn zusätzlich zu dieser Grundbox noch? Ulysses hat bisher zweimal Inhalte rausgebracht, und zwar einmal die Alchemistin, das Heldenset, und einmal den Schatzjäger als Heldenset. Die gibt es auch auf der offiziellen Ulysses-Webseite zum Runterladen. Und das schicke ich euch den Link auch nochmal unten einfach in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr das dort direkt runterladen, ist also auch legal. Und dann geht ihr, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf Objects, Saved Objects. Und dann könntet ihr jetzt, hier seht ihr einmal den Schatzjäger und einmal die Alchemistin, die quasi einmal rausziehen. Ich mache das jetzt mal. So. Und dann hätte ich hier auch schon meinen Schatzjäger mit seinem Standarddeck, das sind auch 30 Karten. Und könnte das jetzt zum Beispiel mit einem Helden, den ich nicht spielen will, switchen. Dann markiere ich den Kram, entferne das, dann ist der Kundschafter weg und schwupps, ist dafür mein absoluter Favoritheld mit seinem Standard- und Schatzdeck am Start. Ihr seht hier dann zum Beispiel die Schätze. Gut, das war es soweit auch schon von dem, was der Workshop Aventuria mit sich bringt.
Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, um neuen Spielern das Spiel näher zu bringen. Man muss nicht groß was aufbauen, ein paar Klicks ist alles erledigt. Für tiefere Spielerlebnisse eignet es sich allerdings noch nicht, da eben kein eigener Deckbau möglich ist. Und das ist ja gerade für den Abenteuer- und Duellmodus interessant, dass man sich da halt vorher schon ein Deck zusammenbaut und eben nicht mit dem Standarddeck spielen will. Und es gibt ansonsten, außer dem, was ich euch jetzt vorgestellt habe, noch keine Erweiterung auf dem legalen Weg. Ich hoffe, dass da noch mehr Content kommt. Ich finde das nämlich eine super Idee von Ulysses, zu sagen, okay, wir veröffentlichen neuen Content in Form von digitaler Version, dass man schon mal reingucken kann. Gefällt mir der Held, gefällt mir vielleicht das Abenteuer und dass man dann für sich entscheiden kann, okay, ja, das sieht super aus, das kaufe ich mir oder das kaufe ich mir eben nicht. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, das ist natürlich ein Kartengame, ein Boardgame. Wenn euch das Spiel gefällt, kauft euch das, ein Original von Ulysses, das ist echt ein geiles Game. Und ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch soweit gefallen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Ciao und haut rein!